Vielen Dank für die Zeit. Ich denke, auch Ihr Alltag hat sich die letzten Wochen massiv geändert. Ich weiß, mit Planet Yes etc. Sie haben sehr, sehr viel zu tun. Wie ist denn Ihr Alltag jetzt? Wie ist Ihre Situation? Mein Alltag hat sich schon geändert, weil ich ganz pragmatisch auch den Anordnungen und Empfehlungen der Regierung Folge leiste und daher in meiner Praxis nur mehr unaufschiebliche Patienten betreue und auch solche nur persönlich, wo dies notwendig ist. Die anderen Termine habe ich auf andere Kommunikationswege umgestellt. Das funktioniert an sich auch recht gut. Mein Tag ist aber keineswegs weniger ausgefüllt, weil mich derzeit in den letzten Wochen ein anderes Thema, das genau mit dieser aktuellen Situation der Coronavirus-Pandemie zu tun hat, sehr beschäftigt und auslastet. Wie würden Sie es als Arzt da mit Ihrem Netzwerk die Situation sehen? Jetzt sind ja so viele Meinungen, einerseits die totale Angst, andererseits auch Verschwörungsgeschichten, die da irgendwelchen Szenarien zeichnen. Es ist für einen Konsumenten wie mich sehr, sehr schwierig, da irgendeine Orientierung zu finden oder auch ermutigende Bilder. Ich glaube, dass es in der momentanen Situation mehrere Aspekte gibt. Das eine ist, es ist eine Situation, die wir bisher nie erlebt haben und die daher am Anfang eine gewisse Schockphase auslöst. An die meisten anderen Ursachen, an denen man versterben kann, haben wir uns psychisch einigermaßen gewöhnt. Wir wissen, dass wir Krebs bekommen können. Wir wissen, dass wir einen Autounfall haben können. Wir wissen, dass andere Krankheiten passieren können und trotzdem denken wir nicht den ganzen Tag daran, weil wir uns einfach gewöhnt daran haben und gelernt haben, mit diesen Möglichkeiten zu leben. Jetzt ist aber in einer Gesellschaft, die an sich auf Hochsicherheit psychologisch trainiert ist, ein neuer Faktor dazugekommen, der jetzt übermäßig große Ängste auslöst. Und das System und auch die einzelnen Menschen müssen erst lernen, wie sie sowohl in ihrem Verhalten wie auch in ihrer Psyche damit umgehen. Und dazu kommt, dass in der heutigen Zeit natürlich sehr, sehr viel über Medien angeheizt wird. Und hier ist vielleicht schon die erste Anmerkung zu machen. Ich kann nur raten, reduzieren Sie Ihren Medienkonsum, speziell über das Coronavirus, auf ein Quantum, wo Sie zwar die nötige Information bekommen, und das ist maximal einmal pro Tag, wo Sie aber nicht ständig sich damit beschäftigen. Ich empfehle auch, diese Information über die Coronavirus-Situation sich eher in der Mitte des Tages zu holen, weil den Tag damit zu beginnen, stellt den ganzen Tag unter dieses Thema. Den Tag damit zu beenden, lässt uns vielleicht wieder schlechter schlafen. Also machen wir es in der Mitte des Tages, einmal konzentriert die relevante Information zu holen und dann wieder etwas anderes zu tun. Sie sind ja Stressexperte. Das ist natürlich massiver Stress. Wie sehen Sie das? Wie soll man damit umgehen? Was kann man so im Alltag tun, auch wenn man isoliert ist, teilweise Quarantäne, eben diese völlig ungewöhnliche, nie dagewesene Situation? Also zum einen ist es so, dass mehr als 8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher noch nicht vom Coronavirus infiziert sind und sich bewusst sein sollen, sie selbst, ich bin gesund. Das heißt, ich brauche mich jetzt nicht wie jemand kranker verhalten vor lauter Angst. Das zweite ist, dass man auch differenzieren sollte, es gibt sicherlich Lebenssituationen, speziell in Familien mit mehreren Kindern, die jetzt auch noch zu Hause ihre Schulaufgaben machen müssen, die vielleicht nur einen Computer haben, wo die Eltern aber vielleicht teilweise trotzdem in die Arbeit gehen müssen, auf kleinen Wohnräumen. Das sind wirklich sehr, sehr schwere Situationen. Oder wenn jemand wirklich akut in seiner Existenz aufgrund finanzieller Probleme gefährdet ist. Aber allen anderen kann man nur sagen, überlegen Sie, dass es Ihnen vermutlich um ein Mehrfaches besser geht als 90% der Weltbevölkerung. Das heißt, verfallen wir nicht in einen kollektiven Panikmodus. Es gibt für die Mehrzahl der Menschen auch Schlimmeres, als einmal einen Monat zu Hause zu sein. Und
Also insofern das auch wieder zu relativieren. Es wird auch eine Zeit nach dem Coronavirus geben und die Zeit wird sich auch normalisieren, ob man das gut oder schlecht finden mag. Sie sind Neurologe und auch Biologe. Inwieweit kann uns die Natur jetzt in der Situation unterstützen? Hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der mich, wie ich auch schon gesagt habe, in den letzten Wochen sehr beschäftigt und an dem ich sehr stark arbeite, nämlich die Virologen und Epidemiologen sagen voraus, dass etwa 70% der Bevölkerung dieses Virus in den nächsten Monaten oder im kommenden Jahr bekommen werden. Auch hier wieder, ob wir das gut finden oder schlecht finden, wir werden das nicht verändern können. Die Sterblichkeit liegt vorsichtig geschätzt bei 1-2% nach den derzeitigen Informationen, die Rate schwerer Verläufe bei 10-15%. Es gibt derzeit kein zugelassenes Medikament und keinen Impfstoff. Und genau in dieser Situation, wo wir also damit rechnen werden, dass Zehntausende Österreicherinnen und Österreicher leider auch schwer an diesem Virus erkranken könnten, speziell Personen aus den Risikogruppen, wie ältere Personen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, die sehr häufig sind, ist eines ganz, ganz wichtig. Momentan wird so gehandelt, als sei Isolation und das Zurücknehmen sozialer Kontakte das Einzige, was wir tun können, und das ist falsch. Es gibt bestens abgesicherte, wissenschaftlich gesicherte, fundierte Erkenntnisse aus Wissenschaft und Medizin, durch welche Maßnahmen jeder und jede Einzelne sein oder ihr Risiko eines schweren Verlaufs massiv verbessern kann innerhalb weniger Wochen, wie wir unsere Abwehrkraft und Widerstandsfähigkeit ganz stark anheben können und gerade jetzt in dieser Zeit gesünder und stärker gegen dieses Virus werden können. Und ich halte es für eminent wichtig, dass dieses Wissen jetzt gemeinsam in einer konzertierten Aktion in die Bevölkerung getragen wird und darauf basierend sollte meiner Meinung nach ein nationaler Gesundheitsplan erstellt werden und durchgeführt werden, wo weite Teile der Bevölkerung diese Stärkung der eigenen Widerstandskraft aktiv mitmachen. Was wäre das konkret? Bei den dafür nötigen Maßnahmen handelt es sich keineswegs um irgendwelche neuen Methoden. Es handelt sich nicht auch um irgendwelche Präparate, um teure Präparate, die man sich jetzt unbedingt kaufen muss und die man jeden Tag zu sich nehmen muss, sondern es handelt sich um sehr gut erforschte Maßnahmen des eigenen Lebensstils und des eigenen Verhaltens. Wir wissen, dass moderate Ausdauerbewegung innerhalb weniger Wochen zu einer bis zu 30% besseren Kapillardurchblutung, Mikrozirkulation und Sauerstoffaufnahme des Körpers führt. Bei einem Virus, das die Lungen angreift und bei dem die Menschen förmlich ersticken, weil der Sauerstoffaustausch nicht mehr stattfindet, kann man sich vorstellen, dass ein 30% bessere Sauerstoffkapazität des Blutes natürlich dabei helfen kann, diese Infektion besser zu überstehen. Wir wissen zudem, dass moderate Ausdauerbewegung unser Immunsystem stärkt, die Abwehrzellen, die in den Lungen und im restlichen Körper aktiv sind, dass die Antikörper, also die Immunglobuline, die im Körper zirkulieren, höhere Spiegel erreichen. Wir wissen, dass die Mitochondrien, das sind die Zellkraftwerke in jeder einzelnen Zelle, nahezu verdoppelt werden können durch diese Maßnahmen, dieser moderaten Ausdauerbewegung, gerade bei Patienten, die vielleicht schon an Herzerkrankungen leiden. Diese Dinge sind bekannt und viele Menschen verschieben das Thema Bewegung immer auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und man muss ganz klar sagen, der Sankt-Nimmerleins-Tag ist heute, der ist jetzt. Und du kannst jetzt durch diese einfache Maßnahme deine Widerstandskraft, deine Fähigkeit, mit diesem Virus fertig zu werden, massiv verbessern. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch Beispiele der psychischen Widerstandsfähigkeit, der mentalen Stärke. Es gibt Themen der Ernährung und des Schlafes und andere Maßnahmen,
wo bestens gesichert ist, dass sie unsere Widerstandsfähigkeit und unser Immunsystem stark positiv beeinflussen können. Und das gehört jetzt umgesetzt. Und wenn wir uns überlegen in der Bevölkerung, dann hat das nicht nur für Einzelne ganz starke Effekte, sondern hat auch Effekte auf das gesamte Gesundheitssystem, weil tausende schwerer Infektionen dieses Virus damit vermieden werden könnten und auch viele Todesfälle. Das heißt nicht, dass wir uns nicht anstecken werden, aber wir werden besser damit fertig. Da gibt es aber, zumindest ob es innen kehrt, keine offiziellen Empfehlungen, sich mehr zu bewegen. Ich wohne ja am Land und sehe ganz, ganz wenige Leute in der Natur und in der Bewegung. Das hat meiner Meinung nach den Grund, dass die derzeitigen medizinischen Themen, die im Vordergrund stehen, reine virologische und epidemiologische Themen sind. Jetzt ist es ganz wichtig, dass diese Experten derzeit federführend an den Empfehlungen arbeiten. Aber der fachliche Hintergrund von Virologen und Epidemiologen liegt eben in ihren Spezialgebieten, aber nicht in den Themen der Gesundheitsförderung, der Vorbeugung und der restlichen Medizin aller Organsysteme. Das heißt, hier ist es ganz, ganz dringend notwendig, dass Experten einbezogen werden, die von Gesunderhaltung etwas verstehen. Hier ist es natürlich wiederum wichtig, dass das auf soliden, seriösen Beinen steht und nicht auf unseriösen Angeboten, wo es meistens darum geht, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es geht wirklich um wissenschaftlich-medizinisch fundiertes Vorgehen. Ich selbst habe in kurzer Zeit eine Gruppe hochrangiger Experten im Hintergrund zusammengestellt für die Themenbereiche Herzgefäße, Lunge, Darm, Stoffwechsel, Immunsystem, Infektionen, Nervensystem und Psyche. Und solche Maßnahmen sind in kurzer Zeit in der gesamten Bevölkerung verbreitbar. Auch für Unternehmen wäre das sehr wichtig, weil wenn Sie sich vorstellen, dass 70% der Belegschaft in den nächsten Monaten dieses Virus bekommen werden und viele Personen in der Belegschaft werden zu den Risikogruppen zählen. Ich kann erwähnen, auch gerade die Führungsebenen sind ja häufig auch schon in einem Alter oder mit der einen oder anderen Vorerkrankung, wo sie selbst zu einer Risikogruppe gehören, dass man also genau hier auch in Unternehmen für die Mitarbeiter ganz gezielt etwas machen kann, um massiven Ausfällen vorzubeugen. Und ich möchte auch erwähnen, dass kundenorientierte Unternehmen natürlich auch Angebote für ihre Kundinnen und Kunden setzen könnten. Ich denke hier an große Lebensmittelketten, an Versicherungen, an Banken, an die Post zum Beispiel und andere kundenorientierte Unternehmen, die helfen könnten, diese wichtigen Informationen zu verbreiten. Also wenn wir da auch wir Informationen kriegen würden, weil mit der Regierung, glaube ich, sind sie noch nicht in Kontakt und sie wirken ja bei unserer Initiative Bewusst gemeinsam leben als Mentor, vielleicht können wir das ein bisschen auch verbreiten und stärken, dass man sagt, was können wir wirklich selbst tun? Und ich habe gerade mit einer Journalistin mich austauscht heute, und die Quarantäne wird als das Heilmittel gesehen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja nicht aufhaltbar, nur verschiebbar, oder? Ist das so? Also nach den derzeitigen Prognosen ist es nicht aufhaltbar, sondern verschiebbar. Damit das Gesundheitssystem nicht durch eine akute Spitze von Erkrankungen total überlastet wird, aber die Gesamtzahl der Infektionen wird möglicherweise nicht viel geringer sein. Aber dass man die gefährdeten Gruppen zumindest sehr, sehr stark isoliert, das denke ich, ist sicher ganz wichtig. Ja, schon, aber man muss auch berücksichtigen, alles, was wir tun, hat auch Nebenwirkungen. Gerade ältere Menschen, die jetzt ihre ganzen sozialen Kontakte auch in ihrer Familie nicht mehr pflegen können, die vereinsamen, das schwächt die Gesundheit, das schwächt den Lebenswillen, das schwächt die Psyche. Also man muss irgendwann aufpassen, dass die Nebenwirkungen der Behandlung nicht irgendwann größer werden als die Gefahren einer Krankheit. Mhm. Und die Nebenwirkungen der langdauernden sozialen Isolation sind unter Umständen massiv. Umso wichtiger ist es, dass gerade die Menschen aus den Risikogruppen, die derzeit auch massiv verunsichert sind, praxisnahe und für jeden durchführbare
Programme bekommen, was sie tun können, um ihre Widerstandskraft zu stärken. Das heißt nicht, dass die Menschen dann unvorsichtig werden sollen. Selbstverständlich ist den Anordnungen und Empfehlungen der Regierung Folge zu leisten. Die sind sehr sinnvoll. Aber dennoch kann ich inzwischen mein individuelles Risiko deutlich verbessern. Und wir werden Anfang nächster Woche die ersten konkreten Punkte dieses Programms fertig haben, sodass man beginnen kann, sie zu streuen. Herr Laluschek, abschließende Frage noch. Sie sind ja so Stressexperte Nummer 1 in Österreich und Stress, nehme ich auch wahr, ist wirklich eine der größten Hürden. Man hat auch Existenzängste, Überlebensängste und Stress reduziert das Immunsystem. Haben Sie da abschließend noch eine Empfehlung? Was soll ich tun, wenn ich mich das immer beschäftigt, nicht mehr schlafen kann? Ja, was wäre so ein Standardwerkzeug vielleicht? Die allerwichtigste Empfehlung, tu was, irgendwas. Weil wir wissen, der größte Killer für unser Immunsystem und für unsere Psyche ist das Gefühl der Ohnmacht. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, ich kann sie nicht beeinflussen, werden massiv langdauernde Stresshormone ausgeschüttet, die unser Immunsystem und unsere gesamten Organsysteme und unsere Psyche ganz stark schwächen. Deswegen lernen zum Beispiel auch Elitesoldaten, wenn sie sich in einer Felswand verstiegen werden und nicht mehr vor- und zurückkennen, müssen sie irgendwas tun und sei es nur den Rucksack aus- und einräumen, weil sich sonst manche schon vor Verzweiflung in den Tod gestürzt haben, ein paar Minuten bevor der Rettungshubschrauber gekommen ist. Also wenn wir nichts tun, macht sich Panik breit. Das bedeutet, ich brauche eine Tagesstruktur, ich brauche Ziele für diesen Tag. Sehr hilfreich ist es auch, mir klarzumachen, was sind nicht Ziele dieses Tages und an diesen Zielen konkret zu arbeiten, sie gewissermaßen abzuhaken, damit ich am Abend weiß, wofür ich meine Energie an diesem Tag verwendet habe. Das ist aus meiner Sicht für die psychische Resilienz einmal das Allerwichtigste an vorderster Front. Natürlich gibt es dann auch noch viele mögliche Maßnahmen, wie ich mit bestimmten Emotionen wie Angst, Unsicherheit, Ärger, Wut, bei Konflikten vielleicht von Menschen, die jetzt auf engem Raum zusammenleben, wie ich damit umgehen kann. Das alles wird Teil unseres Programms sein, wo man mich jederzeit kontaktieren kann. Herr Professor, vielen, vielen Dank für die Impulse. Mir ist jetzt nur noch abschließend eins eingefallen. Macht es Sinn vielleicht, die Dinge zu notieren, die so passieren, dass man selbstbewusster wird? Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist am Abend mich hinzusetzen und kurz in ein kleines Notizbuch hineinzuschreiben, was habe ich heute erledigt oder wofür bin ich am heutigen Tag dankbar? Was ist mir besonders gut gelungen? Und es kann auch sehr hilfreich sein, mir meine eigenen Gefühle bewusst zu machen und sie auch aufzuschreiben. Und wenn ich bestimmte Ängste habe, die mich immer wieder plagen, mir dann in meinem Kalender einen Termin mit mir selbst auszumachen, wann ich mich mit dieser Angst beschäftigen werde. Diesen Termin muss ich aber auch einhalten. Dann tut sich das Unterbewusstsein viel leichter, in der Zwischenzeit diese Emotion auch wieder loszulassen. Indem ich mir meine Emotionen bewusst mache, zum Beispiel eine Angst, mache ich einen wichtigen Schritt. Ich komme nämlich aus dem Zustand, ich habe Angst, in den Zustand, ich bemerke, dass ich Angst habe. Und damit bin ich gleichsam schon ein bisschen in der Beobachterposition und weniger in der Position des Betroffenen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie auch als Mentor für unsere Initiative wirken. Viel Kraft, alles Gute Ihnen. Gerne, auch Ihnen viel Erfolg. Danke. Danke.